Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich will morgen uns herkommen von den Fragda. Und ich bin wieder in Forsaken World. Da ist mittlerweile das Update Freedom Falls aufgespielt worden. Ich war deshalb etwas verblüfft, wie ich meinen Zwerg plötzlich mitten hier in der Pampa wieder gefunden habe. Keine Ahnung, wegen dem Update bin ich irgendwie hier auch mal hinversetzt worden. Ja, Gesundheit. Richtig schlau draus geworden bin ich jetzt nicht, weil großartig erklärt worden ist das jetzt nicht. Also zuletzt war ich ja in dieser Stadt. Hatte meine lustige Gasmaske auf. Die habe ich allerdings auch selbsttätig ausgezogen. Die ist jetzt hier drin. Vielleicht braucht es bei denen hier mal eine gescheite Mütze, oder? Naja, egal. So. Ja, dann schauen wir uns mal um. Ja, nichts Banane essen. Komm, lauf mal. Schaff mal was. So, jetzt gucken wir uns mal um, wo wir hier überhaupt gelandet sind mit dem neuen Update. Sieht so ein bisschen elfisch irgendwie aus. Habe ich so den Eindruck. Schauen wir es. Was bist denn du? Aha, Dämmerungszitadelle. Keine Ahnung. Das ist jetzt schon echt schwierig, wenn man sich in dem Spiel zurechtfinden muss, wo man schon vorher aufgrund dem nur ab und zu mal reinspielen immer Schwierigkeiten hat, so ein bisschen schlau draus zu werden, worum es geht, und dann plötzlich findet man sich wo ganz anders wieder. Ah, hier steht sogar, wo bin ich? Euer Aufseher? Ich glaube, das haben sie schlecht übersetzt. Ich bin mir sehr sicher, dass das im englischen Original nicht, oder im chinesischen Original, ich glaube, das wird ja in China entwickelt, nicht Aufseher heißen sollte. Aufseher ist im Deutschen was anderes. Ich nehme an, Tutor, Berater, irgendwas. Mentor. warte mal. Ja, man hat auch eine Autoroute. Dann lehne ich mich jetzt mal entspannt zurück und warte mal ab, wo er jetzt hinwuselt. Aber das ist ein echter Zwerg, oder? Unbeirrbar. Der wartet einfach durch jede Pfütze. Der marschiert mit seinen Stiefeln gnadenlos alles nieder. Eben noch in der Schneewüste, dann in dieser Stadt und jetzt plötzlich mitten in so einem Zuckerbäckerland. Ja. Viel so blumig hier. Da kommt man doch als Zwerg, kriegt man doch direkt irgendwie wahrscheinlich irgendwie so Allergien. Ja, hübsch ist das. Das brauchen wir jetzt zu diskutieren. Aber trotzdem ist das gerade irgendwie ein bisschen strange, dass ich jetzt plötzlich hier bin. Das ist so eine Questreihe, wo ich hier jetzt abschließen kann mit dem Update. Also ich habe das mal natürlich gegoogelt, was denn Freedom Falls geändert hat, aber so richtig schlau draus geworden bin ich nicht. Also gerade inhaltlich, storymäßig, hat sich mir da jetzt nichts erschlossen. Der ist echt gnadenlos, der Zwerg, oder? Der marschiert da einfach durch. Ja gut, auf der anderen Seite, bis jetzt habe ich eigentlich noch keine irgendwie aggro-mäßigen Gegner gesehen. Ja, lassen wir mal laufen, gell? Gut, mit dem Reittier wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Guck mal, hier sind irgendwelche komischen Pilze. Ich weiß gar nicht, was Asiaten gegen Pilze haben. Ich weiß gar nicht, wie viele asiatischen Computerspielen anfangen bei Super Mario, wir gegen Pilze kämpfen. Ich verstehe das nicht. Also ist mal ehrlich, haben wir in unserer europäischen Mythologie oder Geschichten, Fabel und Märchen irgendwie großartig Krieg gegen Pilze? Bösartige Pilze, auf denen wir einschlagen müssen oder drauf rumspringen? Mit Klempnerwerkzeug draufhauen? Also, was auch nicht, welches Trauma haben die asiatischen Völker bitteschön in ihrer Vergangenheit gehabt, dass sie irgendwie diesen unterschwelligen Groll gegen Pilze haben? Oh, da haben wir einen Herzog auch noch. Was hat denn die auf dem Rücken? Also wer generell, egal. Also fragen wir erstmal der. So, ich bin der Silberflügelherzog. Guck mal, du bist Silberflügel, ein Verbündeter der Werwölfe. Wie schön, dass ihr am Leben seid. Wir haben schwere Verluste erlitten. Es haben nur wenige Luftschiffe unserer Division überlebt. Zu diesem unbekannten Ort gebracht. Das ist natürlich immer die einfachste Story-Erklärung. Wir wissen nicht, wo wir sind. Damit können wir alles erklären. Wobei ich jetzt eigentlich schon genau weiß, Gesundheit, warum ich überhaupt auf einem Luftschiff war. Ah, ich habe keine Ahnung. Ja, toll, dankeschön. Gut, ich denke, wir werden das Wichtigste mit verwundete Soldaten pflegen. Mhm.
Ich soll einen Greifen? Hast du ein Ei am Wandern? Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Lady da an. Okay, rein anatomisch hat die schon sehr seltsame Bewegungen drauf, aber warum die ein Kreuz auf dem Rücken trägt? Warum stehen der in der Luft? Keine Ahnung. Das ist aber schön. Wir sind in einer unbekannten Ebene, ne, abgestürzt, aber eine Postkasten, der wurde direkt eingerichtet. Super, oder? Also Mädels, das Outfit finde ich großartig. Ja? Lob und Anerkennung. Es ist nicht unbedingt praktisch, ja. Also schnelle und hastige Bewegungen sollte man da echt unterlassen. Komm, wir sprechen es mal an. Oh, sehr lame. Ich habe eine Geschenkkarte da erhalten. Echt jetzt? Kartennummer erhalten? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Was bist du? Helfende Magd. Ruf der Morgenröse sein Selbstbrenn zurück. Was? Gesundheit. Was auch immer. Was ist los? Irgend Zeugs. Keine Ahnung. Brechen wir mal ab. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Gut. Da ist Frozen Bright. Der hat auch irgendwas auf dem Buckel, was ich nicht verstehe. Ich weiß auch nicht. Seid ihr irgendwie auf dem Weg nach Golgatha? Oder ist das Zeug aus Lebkuchen? Gut, der redet nicht mit mir. Okay, egal. Ja, dann gehen wir mal einen Greif schlachten. Man muss ja nicht alles verstehen. Da ist ein Triadenmädchen. Wollen wir nicht erst mit dem Triadenmädchen reden irgendwie mal? Wo kommen diese Fremden nur her? Nämlich der irgendwie direkt so hier Ronja Räubertochter. Warum schaut die das nur? So, wo kommen diese Fremden? Das Land der Entstehung. Bis dann. Alles klar. Blickt traurig auf den Boden. Haltet ein, wie könnt ihr es wagen, Kreaturen aus dem Land der Entstehung zu töten? Im Moment, in dem ihr den Kopf des Greifs abschlagen wollt, hört ihr eine Person, die... Wunderbar. Warum habt ihr den Greif getötet? Ich wollte es nicht mit meinen Kameraden. Blut als Heilmittel, wie grausam. Sagt mir, warum ein Zwerg in unserem Königreich wurde durch die Götter schon sind, keine Einheimischen. Euch weiter zu beklagen. Sehr ist Wasser dort gibt es viele erste Lotusblätter. Wunderbar. Hier ist mein Freund, kannst du überleben. Bis dann. Er guckt immer noch traurig auf den Boden, der hat's nicht gerafft. Hallo. Gott. Dann lauf du mal. Ach, da hinten die. Die Glitzerblumen. Dann sammeln wir mal Blumen. Was man so als Musketenzwerg nicht alles macht, oder? Jetzt sammeln wir Lotus in dem Teich. So. Warum der Wolf da jetzt in der Luft sitzt, habe ich auch nicht verstanden. Hat er wenigstens saubere Pfoten? Ja, es geht so. Das Triadenmädchen hat recht. Reichlich Lebenshauch. Land der Entstehung, dies ist das Land der Entstehung, das ist vernünftig. Nur Urgötter sind in der Lage, so viele Leute Zeit und Raum zu versetzen. Doch warum hat uns der Weltenbaum Anthos ins Land der Entstehung gebracht? Oh Mann, da hat jemand ganz, ganz tief irgendwie ins Glas geguckt. Beginn der Reise. Hör zu, Mungus Jakob, ich habe eine Aufgabe für euch. Wichtig ist, ob die Sturmlegion noch immer ist und ob wir hier festsitzen. Schreckliche Konsequenzen, Labarababa. Findet Anthos einen Weg, wie wir diesen Ort verlassen können? Ja, ich bin auch dafür, dass wir irgendwie diesen Ort verlassen. Böser Gast, begebt euch tiefer ins Land der Entstehung.
Keine aktivierten landgebundenen Reittiere in eurer Reittiertasche. Was auch immer. Ja, dann, ich bin mal gespannt, wo jetzt hinläuft. Das ist so richtig, also ich wüsste jetzt nicht genau. Gebt euch tiefer ins Land. Ja, alle da. Hübsch ist es hier. Wie gesagt, seltsame Pilze. Böser Pilz. Ich hab's genau gewusst, ey. Die haben irgendwas mit Pilzen, die Leute. Na, Meister. Meister Lampe. Warte mal. Es scheint, als wird ihr im Land der Entstehung nicht allzu einsam sein. Eure Feinde, die Sturmlegion, wurden auch hierher beordert. Zahlreiche Löwenherd-Champions kämpfen gegen eine Gruppe der Sturmlegion Zentauren. Nicht weit von ihr entfernt. Töte diese abartigen Zentauren. Jawohl, jetzt richtig die Einstellung. Auf, hin. Platt machen. Das mag ich, diese Autoroutenkram, das finde ich großartig. Man kann völlig gechillt vor seinem Computer sitzen und einfach mal abwarten. Und wohin führt's mich jetzt? Okay, der Spieler hat sich auch gedacht, so für was soll ich mir Gedanken über Namen machen? Ich hau mal mit der Stirn auf die Tastatur. Irgendwas wird schon passieren. Hier sind noch jede Menge abartige Zentauren-Speerträger. Er hat einen gefunden. Dann... Viel aushalten tun die aber nicht. Also nach 10 Stück davon weghufen. Na, alle da. Ach, guck mal, der ist schon wieder da. Gott, das wird nicht schwer. Das ist so nicht schwer. Das dürfte man Rekordzeit ab erledigen. Waren das 10? Waren 10. Wunderbar. Die Kontaktschlacht. Quest beenden. Wir müssen uns bei Bachend melden. Alles klar, dann laufen wir zu Bachend. Okay, das ist diesmal kein allzu weiter Weg, der Gammel da drüben rum. So ein Pech, mein erster Flug auf einem fliegenden Schiff und dann ein Unfall. Ja, wunderbar. Kontakt, ich habe euch nie im Trainingslager Silberflügel, wie heißt ihr? Ich bin Mongols Jakob. Ich möchte kein Paladin sein. Ich möchte lieber einen saufen. Achso, habe ich nicht immer mehr Zeit, ein Drängen der Taverne. Guter Mann. Ist auch Musketenzwerg. Endlich mal einen vernünftigen Krieger hier. So, ein Pech, verletzte Triaden. Wir sind doch nicht alleine hier, verdammte Sturmlegion. Ogre, nicht klar. Ein Lebenstrank erhalten. Zieh den Lebenstrank auf die Schnellleiste. Na, da von mir aus. Ja, dann bleib auch unten. Ja, zack. So, was glitzert denn da? Seelenkugel. Den großen Kerl K.O. schlagen. Züss fütz. Töte Züss. Dann gehen wir mal Zützblatt machen. Ich nehme an, das sollte... Ich nehme an, im chinesischen Original ist das ein Name, der bestimmt Sinn macht. Züss fütz Six. So klingt der wie irgendein Begriff aus dem türkischen Glücksrad. Naja, was soll's. Du Zitz, du bist Zitz. Ja,
Ist aber auch nicht so viel ausgehalten. Ich finde es jetzt so ein bisschen enttäuschend. Gott. Achso, ich soll den, 20 Mal K.O. Oh, nee, 1 von 1, alles klar. Gut, ich hätte jetzt auch kein Problem mit dem Typ 20 Mal umzunuken. Gute Arbeit, haha. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit der Triade sprechen. Wie er mit den Zentauren umgeht. Hallo? Das Spiel hat gleich so 10 Stück von dem Blatt machen. So. Oh Mann, ich sehe schon, das wird noch was. Jetzt hör doch mal auf zu niesen. Immer dieses Rumgenießen. Ich soll weiter labern mit dir, Alter. Nö, will nicht mehr. Mit dem? Ja, wunderbar. Ja, also hübsch gezeichnet ist das. Da brauchen wir jetzt diskutieren. So. Das ist unsere Chance. Gute Idee. Laber, Schwall. Alles klar. Die Triaden besuchen. Der Fall, Häuptling. Dann laufen wir da noch hin. Und dann setzen wir mal einen Cut. Hier sind einfach viel zu viele Farben in dem Bild drin, für den ich irgendwie Aggression bekomme. Das ist mir zu bunt. Ich muss danach, glaube ich, irgendeine Total War Mod spielen. Ein Regenbogen. Boah, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt. Das scheint auf jeden Fall hier irgendwie so ein Questgebiet zu sein, wo man automatisch hinversetzt wird. Da kloppt man sich durch und dann darf man wieder in die normale Welt zurück, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, alle da. Boah, wer lässt sich denn so Farben einfallen und so eine Umsetzung? Boah. Ich komme mir vor wie bei den Glücksbärchis. Ja, wenigstens wird er hier mal gewaschen. Die alte Zwergensocke. Ah, guck mal, das ist der Knecht Ruprecht von vorhin. So, reden wir mal mit dem Blätterfallhäuptling. Ein Auswärtiger. Jetzt redet er mit mir, gell? Was auch immer. Okay, ich soll irgendwelche kleinen Quests. Gesundheit. Also irgendwelche seltsamen Quests soll ich da machen. Ich soll den Lebensstil von den Ja, alles klar. Gott. Also ich muss jetzt irgendwo anders stehen, wo ich irgendwas erobere und irgendwie mit Panzern plattwalze. Am besten was mit Grau und Schwarz, Tönen und Brauntönen. Okay. Wir sehen uns hier aber definitiv wieder, weil ich mag Forsaken World. Finde ich ein sehr schönes MMO. Und jetzt ist hier wieder Banan. Und auch wenn ich hier irgendwie so leichte Schmerzen in den Augen finden tue, irgendwie. Gutes Deutsch, gell? Egal. Auf jeden Fall komme ich wieder her. Ja? An sich finde ich das nicht wirklich ein sehr schönes Free-to-Play-MMO. Und mein Musketenzwerg ist einfach ein viel zu lustiger Charakter, um den nicht weiterzuspielen. Dann sehen wir uns gleich wieder in einem anderen Spiel und einem Video. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.